Spahn, Abschluss der Saison 22-23, Auswärtssieg in Trier. Wir haben von außen ein sehr unterhaltsames, lebhaftes Spiel gesehen. Wie hast du es auf dem Feld erlebt? Ja, letztendlich muss man erstmal sagen, es ist das Glück, das wir uns vorgenommen haben, zum Ende der Saison nochmal einen Sieg zu holen. Ich denke, mehr als berechtigt auf jeden Fall. Zwei Aluminiumtreffer dabei gewesen, haben uns lange Zeit schwer gemacht, weil der Gegner es auch gut gemacht hat. Ein, zwei Situationen haben wir durch Konter zugelassen, aber am Ende dann hochverdient gewonnen. Es war für uns alle, glaube ich, auch eine emotional sehr aufreibende Saison. Natürlich müssen wir kein Geheimnis draus machen. Hätten wir uns ein anderes Ergebnis gewünscht, trotzdem hinten raus nochmal ein persönlicher Abschied. Ist, glaube ich, auch für euch Spieler gut und wichtig, dass man da mit einem besseren Gefühl in die Sommerpause gehen kann. Ja, ob das jetzt ein besseres Gefühl macht, weiß ich nicht unbedingt. Natürlich ist es schön, immer zu gewinnen, keine Frage, aber die Saison haben wir nicht heute verspielt, das ist klar. Es ist echt schade drum, weil echt was gegangen wäre. Das war leider nicht so. Ja, müssen wir uns jetzt sammeln in der Pause und nächstes angreifen. Vielleicht, um nochmal ganz kurz auf das Spiel heute sportlich einzugehen. Wir hatten das Gefühl, ihr habt so richtig befreit aufgespielt, so als hättet ihr wirklich so eine richtig schöne Lockerheit heute gehabt. Ja, die Lockerheit hätten wir auch schon vor 3-4 Spielen haben können, ne? Also so will ich das jetzt nicht betiteln. Ich denke einfach, wir haben uns jetzt nochmal vorgenommen, das Spiel heute einfach zu gewinnen. Das ist uns, glaube ich, ganz gut von der Spielanlage gelungen und da hätten auch ein paar Tore mehr sein können, aber letztendlich zählt der Sieg. Dann vielleicht noch, wenn du es erzählen magst, was machst du persönlich in der Sommerpause, um den Akku ein bisschen aufzufüllen? Wie läuft es bei den Feigenspahns dann ab? Ja, ich bin erstmal mit ein paar Kollegen im Angelurlaub. Ich angel gerne in der Freizeit. Kann man sehr gut entspannen und dann ja mit der Familie. Und dann nach zwei Wochen, einer Woche, denke ich, geht es auch schon wieder mit den Läufen los. Gut, dann schöne Sommerpause. Ciao. Ronny Markus ist jetzt bei uns. Wir haben von außen ein sehr lebhaftes, ein wahnsinnig unterhaltsames Spiel gesehen. Wie hast du es heute auf dem Platz gesehen in Trier? Es hat Spaß gemacht, Fußball zu spielen heute. Ich glaube, das hat man gesehen. Wir haben den Ball laufen lassen, haben mutig gespielt. Viele gute Ballstaffetten. Das übliche Problem war ein bisschen wie verhext wieder vorm Tor. Aber ich glaube, bis zum Tor hatten wir wirklich sehr viele gute Sachen gemacht und hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Das freut mich und ich meine, das habe ich auch schon bei Mike rausgehört, das kann jetzt natürlich keine große Befreiung für die Sommerpause sein, aber vielleicht ein klein bisschen, dass man dann mit ein bisschen besseren Gefühl in die Sommerpause gehen kann. Ja, eine Befreiung kann es nicht sein, natürlich nicht, aber ich meine, wir sind alle Fußballer, wir alle leben für den Sport und man will gewinnen und natürlich ist jetzt sportlich in der Saison nichts mehr zu holen gewesen, also heute vor dem Spiel wussten wir das, aber wir wollten trotzdem für unseren Ehrgeiz, für unseren Willen und auch die Tugenden des OFC einfach vertreten, dass wir nicht aufgeben und einfach immer gewinnen wollen und ich glaube, das haben wir ganz gut hinbekommen. Ich mache jetzt was ganz Fieses, aber ich stelle jetzt einfach mal so die Frage, gesamte Saison mit Höhen und Tiefen wahrscheinlich auch einfach emotional wahnsinnig fordernd, ist vielleicht auch emotional dann jetzt gut, dass man so ein paar Wochen Ruhe hat? Ja, doch, die Saison war auf jeden Fall sehr, sehr viel. Ich meine, das ist ein offenes Geheimnis und ich meine, klar, jetzt, ich glaube, es sind 3-4 Wochen jetzt abschalten, Kräfte sammeln, fit machen und dann werden wir wieder angreifen, werden definitiv stärker zurückkommen und heißt es Vollgas. Wenn du magst, zum Schluss kannst du uns gerne noch einen kleinen persönlichen Einblick gewähren. Was machst du denn, um die Akkus wieder ein bisschen voll zu bekommen? Wo lädst du die Akkus wieder auf? Ich werde erstmal jetzt 3-4 Tage noch ruhig machen und dann fliege ich mit meiner Frau dann in den Urlaub. Ganz viel Spaß dabei und schöne Sommerpause. Ciao. Alfred Kaminski ist jetzt bei uns nach dem Auswärtssieg in Trier. Herr Kaminski, wie haben Sie das Spiel heute gesehen? Naja, ich glaube, dass wir sehr, sehr dominant aufgetreten sind. Die letzten beiden Spiele haben so ein bisschen gezeigt, was wir eigentlich können, ja, und wie ich auch Fußball spielen lassen möchte. Ja, wir haben sehr dominant, haben den Gegner in die Hälfte gedrängt, haben viele Torschancen gehabt. Hätte mir natürlich gewünscht, dass wir die eine oder andere mehr machen, aber das ist nicht entscheidend. Entscheidend ist, dass wir dann doch nochmal die Trendwende geschafft haben. Ist es denn dann auch für Sie nochmal ein kleiner, schöner Moment, diese letzten drei Punkte, auch wenn Sie in der Tabelle natürlich nicht mehr so viel machen, aber nichtsdestotrotz für das Gefühl, mit dem man in die Sommerpause geht, entscheidend? Naja, das denke ich ist für alle. Wir haben gesagt, wir fahren hier nicht her, 6 Stunden, also 3 und 3, ja, genau wie die Fans und wollen uns hier irgendwie schlecht verkaufen. Wir wollen zeigen, dass wir tatsächlich guten Fußball spielen können und egal, ich meine, uns fehlen, glaube ich, 10 Spieler von 8 Stammspieler, das ist egal. Wir wollen jedes Spiel gewinnen und ich denke, das hat die Mannschaft auch gezeigt. Und ich kann mir vorstellen, wenn es jetzt eigentlich für die Spieler in die Sommerpause geht, für alle sportlich Verantwortlichen drumherum, die Arbeit geht wahrscheinlich fast nahtlos weiter oder gibt es ein paar Tage Ruhe? Naja, ich werde mir auf jeden Fall ein paar Tage Ruhe gönnen. Also das ist ganz sicher. Vielleicht noch nicht Dienstag oder Mittwoch, aber danach ganz sicher, ja. Gut, dann schöne Sommerpause und Dankeschön.